Hallöchen, Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Monkey City. Alter, so viel Geld schon wieder. Ich habe vorhin einmal die 500 entdeckt gehabt bei beidem. Das sind also 1000 einfach mal durch die Farmen, Plantagen, Bananenfarmen dazugekommen. Wir haben zwei Nachrichten, das ist ja interessant. Go, 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 sind you once. Ach genau, ich habe mich vorhin mit Dingensen, mit Facebook vorhin gehabt. Ja, komm, send back. Okay, also man kann Anforderungen gleichzeitig dann zurückschicken. Machen wir auch gleich mal Friends, hier kann man bei Friends gucken. Und wenn wir jetzt anfordern, Request, weil wir haben schon zweimal gesendet, das ist ja interessant. Requesten wir mal, bei Gokov Goke. Achso. Ah ja, wir können aber auch mal theoretisch sein Dorf beobachten, begutachten. Wizard steht auch da schon. Und da kann man seine, irgendwie es mit diesen komischen Affengesichtern drauf zerplatzen lassen. Gucken wir einfach mal. Dieses Feature wollten wir ja mal angucken. Okay, sieht ganz cool aus hier mit dem Wasser direkt da dran. Pop Do's Imposes and Receive Resort for you and your friend. Das heißt also, wenn wir die Dinger kaputt machen, dann gibt es hier, gibt's Belohnungen. Zack. Piu. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas gibt's schon. Gut, haben wir noch welche. Achso, vielleicht müssen wir alle kaputt machen. Das kann auch sein. Ah ja, da haben wir was. Ein Blutstein. Also sieht cool aus mit der Map, muss ich sagen. Der hat eine coolere Map als ich. Ist ja unfair. Oh, hier sind Wracks. Come back tomorrow. Ey, wie cool sieht der denn bitte aus? Ich will das auch haben. Lass mal bitte das Dorf tauschen. Guck mal an, wie der hat hier gleich am Fluss und bei mir ist das so hässlich und alles. Und naja, gut. Werden wir auch mal irgendwann alles später umsetzen können. Aber der ist noch ziemlich am Anfang. Also, ja, hat frisch angefangen. Ja, unser erster Freund auf Fatzebook, glaube ich, der dieses Spiel hat. Ne, ich glaube, es gab noch mehr. Gleich mal gucken. Weil können wir halt diese Supply-Crates kriegen und unser Dings wurde wieder eingenommen, unser Territorium. Genau, wenn man jetzt nämlich weiter... Ne, doch nicht. Irgendwo ging das mal. Okay, wenn man sie weiter scrollen könnte, hätten wir noch ein paar Freunde, aber haben wir jetzt gerade nicht. Das Territorium wurde eingenommen. Quest complete, a friend in need. 150 Gold, 35 Erfahrung. Und hier haben wir Contested Territory. Der Dings hat das eingenommen gehabt mit 14 oder 13 Wellen, glaube ich. Ja, Runde 13. Tja. Der Typ hat halt jetzt... Ich habe 1 Stunde 29 Minuten gehalten und der hält schon 11 Stunden 34 Minuten. Also schon sehr, 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 sehr lange. Aber gut, wie gesagt, ich brauche halt noch ein paar mehr Affen. Ich werde das jetzt erstmal nicht machen. Das machen wir dann später nochmal, wenn ich erstmal alle Affen hier habe. Ich brauche noch mehr Wurfaffen, ich brauche noch mehr Magieraffen. Wir haben übrigens alle fertig, ne? Wenn wir ganz kurz zack, zack, zack alles hier fertig machen. Und wo war ja noch einer? Da, hier ist er. Wunderbar, wir haben sehr, sehr viel gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall noch ein neues Wasserding. Ich mache mir ganz kurz hier was. Ich muss das Ganze mal ganz kurz kaputt machen. Weil ich brauche hier, können wir das machen. Ich weiß zwar gar nicht, wofür das was bringt, aber wir machen es einfach mal. Wir nehmen es mit. Ich meine, haben wir umsonst bekommen, warum sollte man es nicht ausgeben? Yay! Gut, ja, jetzt geht's richtig ab. Da kommen sie lang, da würde ich sagen. Okay, mein Ninja-Affe ist verboten. Packen wir mal hier zwei hin. Und hier packen wir noch einen hin. So, und dann auf geht's. Huch, nee, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir den Sound. Doch, hat er. Ah, doch, dauert ein bisschen länger, bis der Sound resettet. Sehr schön, auf geht's. Wir werden die erstmal hochskillen. Und dann können wir hier gleich mal den Monkey Apprentice. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Bam, Runde 2, wenn wir gleich hinsetzen können. Scharfschütze auch erstmal gleich. Das ist wichtig. Einfach mal hinsetzen. Ich meine natürlich auch den Dachsen, ist ja logisch. Runde 2 von 9, gleich Runde 3 von 9. Und wir kriegen gleich Money, Money, Money. Können wir nämlich gleich den Magier-Affen bauen. Den werde ich wahrscheinlich auch gleich hier hinsetzen. Wow, die zweite Runde geht echt lange. Krasser Shit. Ja, mein Sniper. Piu, 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 die alle weg. Vielleicht sollten wir gleich noch so ein Sniper-Ding bauen. Weil wir brauchen halt mehr Plätze, um... Ja, das ist echt schwierig. Also so... Wir müssen natürlich sehr, sehr viele Level kaputt machen, damit wir neues Zeug bauen können. Und wenn wir jetzt, glaube ich... Ich glaube, wir könnten insgesamt schon 7 Dartaffen oder so bauen. Und das braucht natürlich sehr, sehr viel Platz. Ah, gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, das Spiel soll mich auf eine Weile auf Trab halten. Und da muss ich natürlich eine Weile spielen. Auf jeden Fall müssen wir auch noch die Schatzkisten und so weiter alles befreien und die es da überall gibt. Ja, ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Research requires, war klar.
Brauchen wir natürlich noch ganzen Forschungen. Eieiei. Gut, gut. Ja, dann lassen wir die mal hier ganz kurz lang. Ist natürlich eine sehr, sehr breit gefächerte Map. Also da müssen wir ein bisschen... wir können ja übrigens mal das Zeug hier machen, damit die gar nicht vorbeikommen. Jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ja, was ein bisschen länger dauert, weil die halt nach unglaublich links, dann unglaublich rechts und unglaublich links und so weiter gehen. Und das dauert halt ein Weilchen. Ist halt so. Aber trotzdem wird es gar nicht so schwer, denke ich mal. Runde 6 sind wir ja mittlerweile schon, das ist schön. Runde 7. Tech-Shooter, bringt der denn überhaupt was? Der hat zu wenig Range, leider. Ich denke, wenn wir ihn so packen, dann könnt ihr hinten noch weiter... Ja, hat schon 11 Ballons kaputt gemacht. 16. Der hat gerade mal 308. Ja, der hat 468, der steht so ein bisschen besser als der andere. Und 8 von 9, dann können wir nämlich auf jeden Fall wieder den nächsten Wasserwerk dahin bauen. Ich nenne es ja Wasserwerk, weil es einfach ein Wasserwerk ist, was uns Elektrizität bringt. Und dann müssen wir neue Gebäude oder neue Plattformen freischalten, sozusagen, damit wir mehr Affen machen können. Damit wir das Territorium mal etwas länger halten können. Natürlich kriegen wir immer halt gleich starke Gegner, das heißt, also es bringt auch nicht wirklich viel. Kann man... Ah ja, doch, die platziert doch darauf. Das ist natürlich interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wäre sonst dumm, wenn es darauf nicht platziert werden würde, auf die... ihr wisst schon. Verkaufen das mal ganz kurz, setzen es hier oben wieder hin. Ja, ja, ein bisschen dumm gewesen, da unten hier zu sehen. Ah, ich wollte es ja testen. Ah, die machen halt... Ja, okay, schon down, schon weg, fertig. Ninja Monkeys can pop Camo Balloons without any additional upgrade. Ja, das ist das gut an Ninja Monkeys. Die können halt die Tarnballons direkt angreifen, ohne dass ich die darauf skillen muss. Das ist schon mal sehr, sehr nice. So, 70, 225 und 2 Bloonsteine. Sehr, sehr schön. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall uns das Wasserwerk nochmal hinbauen. Nanu, Werbung? Nee. So eine Art Werbung. Gut, wo haben wir hier die Elektrizität? Windmühle, Monkey Bank. Brauchen wir natürlich, also es bringt uns keine... Wassermühle. Stand da Windmühle? Ernsthaft? Ne, Watermill. Hier, Windmühle war hier oben. Und hier ist Watermill. Tja, dann haben wir mal wieder in 30 Minuten haben wir da wieder neue Energie. Ist doch schön. Dann haben wir eine neue Quest. Und wir könnten jetzt theoretisch dieses Monkey vs. Dingens machen. A Friend in Need 2. Okay, wir sollen ihnen also ein paar Dings schicken, send a supply crate request, das müssen wir aber morgen machen oder beim nächsten Freund, wenn wir ihn haben. Heute geht es zumindest nicht mehr, weil wir das schon getan haben. Kann ich das kaputt machen? Ah ja, klar, die ganzen Keramikballon, Keramikkerzen sogar, ist das krass. Hier könnten wir... Request Buildings Bloons Print Track. Das ist ein Research Lab. Von dem her, ja. Okay. Fast Bloons, Thermal Bloons, Heavy Bloon Armor, Rupt Repair und so weiter. Da müssen wir halt, bevor wir angreifen können, Moabs, BFBs, Zomks, müssen wir forschen. Request Biling Bloons Print Track. Och, keine Ahnung. Hier haben wir eine Nagelfabrik, die wir jetzt schon fertig haben. Das ist sehr schön. Boah, hier muss ich auch noch alles forschen, ey. Holy shit. Oh Gott, verdammt. Bigger Stacks oder Fast. Machen wir Bigger Stacks. Researchen wir mal hier ein bisschen. Haben wir hier schon fertig? Enhanced A-Sight. Can Detected Camo. Sollten wir auch machen. Okay, wir müssen auf jeden Fall mehr Bananenplantagen. Wir brauchen mehr Level, deswegen würde ich sagen, machen wir hier weiter. Hier unten sieht das so ein bisschen kacke aus, deswegen werden wir unser Gebiet hier unten mal erweitern. So hier links lang und dann immer weiter und immer weiter. Wenn ich mal ganz kurz auf Monkeys vs. Monkeys gehe, kann ich das noch nicht richtig. Ich habe zwar so ein Ding, aber ich habe noch keine, genau, ich habe nämlich noch keine... keine Dings geforscht, noch keine Ballons, deswegen kann ich da noch nichts machen. Und deswegen müssen wir jetzt leider hier weitermachen. Favorite ist der Ninja-Affe wieder, sehr cool. Request from Friends. Okay, also ich habe schon hier sehr oben, seht ihr das, die beiden sind schon ausgewählt, da kann ich also nicht mehr viel machen. Gut, dann muss man halt ohne, ich weiß zwar nicht mal, was das Supplicate mir gerade gebracht hat, ehrlich gesagt, also ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, was es gebracht hat? Also, ich habe jetzt nichts gemerkt. Gut. Ah, die Musik ist so geil. Warum ist die Musik so geil? Ninja-Disziplin haben wir jetzt auch. Also 15% schneller angreifen. Ah, ne, genau. Increase Range. Okay, interessant. Ich
glaube, bei Balloon Tower Defense 5 hatte es eine Beschreibung gehabt dafür. Aber macht doch nichts. Mein Ninja-Affe! Ich werde gleich mal Spike Fab kostet 835. 825. Teuer, sehr teuer. Ja, für das Balloon-Territorium ist halt. Also wir haben es eigentlich mal das gleiche, also wir können halt keine Ninja-Affen benutzen. Und die bestimmten Dinger sind Favorite, deswegen sollte man sich da so ein bisschen auf die favorisieren, wenn man da wirklich vorhat, das Ding weiter einzunehmen. Wäre natürlich ganz cool, weil wir halt unglaublich viele Münzen dadurch kriegen. Ich meine, 200 nach ein paar Minuten oder nach 15 nach ein paar Minuten ist schon nicht gerade wenig. Was auf jeden Fall sehr, sehr weit voranbringt. Aber gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben Zeit, oder ich zumindest habe Zeit. Ja, na gut, ich glaube, das war's auch schon gewesen. 9 Runden zwar. Kann man die Spike-Fabrik auf jeden Fall noch bauen. Ich denke mal, ich werde sie auch gleich hier hinsetzen. Na, wobei, wir könnten sie hier hinsetzen. Hier so. Wenn wir sie überhaupt brauchen. Achso, Tech-Shooters Restricted, alles klar. Dann brauche ich den nicht versuchen zu bauen. Ach, scheiß drauf, wir scannen jetzt einfach die Monkeys hier hinten. Das wird schon. Die sind zwar schnell, aber mein Scharfschütze killt die fixen, schnellen Ballons einfach mal und dann sind sie auch wieder langsam. So, zwei für den Dartmonkey noch. Also auf jeden Fall sehr, sehr teuer, die Tower, habe ich das Gefühl, im Gegensatz zu der BTD5-Version, also ich kenne es ja daraus auch. Aber das ist wesentlich teurer. Das ist okay. Alles okay. Das ist cool daran, die Abfallaffen sind recht günstig. Von den Upgrades her und so weiter, das ist schon ganz nice. Runde 8 von 9. Mal gucken, ob wir die Spy-Fabrik noch hinsetzen können. Vielleicht können wir sie sogar noch upgraden. Ui. Mal gucken. Runde 9 von 9 gleich und dann. Ja, ich denke aber schon, dass wir die hinkriegen. Kommen ziemlich viele Ballons. Das ist gut, das ist sehr gut. So, Final Round. Da kommt jetzt keiner mehr durch. Achso, ja klar, wird noch geforscht, natürlich. Bam, 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 bam. Wie der wird da nicht vorbeikommen. Die Nagelfabrik produziert einfach zu viel. Die werden halt noch von den Scharfschützen und den ganzen gekillt. Dann ist halt so ein riesen Nagelhaufen rechts noch. Ich liebe die Nagelfabrik. Das ist mein Lieblingsgebäude. Ninja-Affen, Scharfschütze, Nagelfabrik sind so echt cool. Bukanierports können wir dort bauen. Auch auf dem Wasser, statt nur Wassermühlen. Ja, werden wir noch hinkriegen, denke ich mal bald. So, 70 Erfahrung, 225 Gold und 2 dieser Steinchen. Können wir für die Steinchen auch die Dings auffüllen? Ja, ne? Okay, erstmal Werbung wieder. Kann man leider nichts gegen machen. Und wenn ich die ansehen muss, müsst ihr die auch ansehen. Das Tolle bei euch ist, ihr könnt natürlich vorspulen, die 30 Sekunden. Ihr wisst es ja, wie lange das jetzt dauert. Unten links seht ihr mal den Kreis. Und dann könnt ihr vorspulen. Ich muss das leider gucken. Ah, egal, ist ja nur 30 Sekunden, das passt ja. Für so ein tolles Spiel, dafür, dass es kostenlos ist, also super. Wobei ich natürlich auch gern dafür bezahlen würde, ein paar Euros. Also ich meine, ich hätte damit keine Probleme, ehrlich gesagt. So, das können wir theoretisch, genau, das können wir auch auffüllen hier. Für 10% auffüllen unser Lager müssen wir 7 bezahlen, komplett aufzufüllen 66. Und eigentlich brauche ich diese ganzen Blumendinger ehrlich gesagt gar nicht. Aber wir behalten sie mal noch, wir stacken sie mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bananenplantagen, deswegen will ich jetzt mal so schnell wie möglich Level 10 erreichen. Lassen diesen Platz hier schon mal für die nächste Bananenfabrik. Favorite ist der Ding, sehr cool. Der Scharfschütze. Und wir werden jetzt erstmal dafür sorgen. Red Hot Spikes kostet 5 Bloomstones to use und sind. Die müssen auf jeden Fall sehr cool sein. Ich will die aber nicht benutzen. Die sind teuer. So, der Scharfschütze noch. Sehr, sehr nice. Okay. Auf geht's wieder. Nur 4 Runden ist okay, also 4 Runden sollten nicht allzu viel sein.
Das geht recht flux. So, und ich glaube, mehr Tower brauchen wir auch gar nicht, die beiden reichen. Runde 3. Ja, kommen halt nur noch sehr viele rote halt, aber bald wird es schwieriger, bald sind die ganzen leichten Level weg. Dann kommen halt sowas wie Keramik, Herzen und so weiter, dass dann schon richtig hart krass wird. Aber darauf freue ich mich wirklich schon. Darauf freue ich mich wirklich schon. Nichts ist toller als eine Map, wo man wirklich Taktik braucht. Statt so stumpfes Hinsetzen von Towern. Das ist schon ganz cool. Connect vs. Facebook. Ja, habe ich voll auf jeden Fall hinbekommen gehabt. Deswegen habe ich jetzt auch Freunde. Und das war, ja, ging. Muss man halt suchen. Erstmal. Aber bei Friends, einfach hier unten links auf den Affen, dann Friends. Was? 20 Erfahrungen nur? So komme ich ja niemals auf Level 10. Schnief. Okay, wir müssen aber weitermachen. Wieder Favorite, der Ninja-Affe. Wir kommen da nicht drum herum, die ganzen Dinger freizuschalten. Wir müssen auch gleich mal Quests machen. Vielleicht sollten wir die Quests mal ein bisschen favorisieren. Weil die bringen ja auch gar nicht so wenig Erfahrung mit Gold. Da sollte ich vielleicht noch so ein... Na, ihr wisst schon, was ich meine. So ein Tech-Shooter-Ding muss ich ja noch hinsetzen. Weil das bei der letzten Quest ja dann nicht gezählt hatte. Sehr schade allerdings. Aber egal. So, der braucht auch noch seinen. So, eine 250. Das ist auch natürlich günstiger, weil halt der Ninja Monkey Favorite ist. Favorisiert ist natürlich auch das hier auch wesentlich günstiger. Statt 300, 255. Müssten 15%, glaube ich, sein, ne? Wie ich am Anfang, glaube ich, mal gelesen hatte. 15% sind ja günstiger, wenn sie favorisiert sind. Das ist auch ein cooles Element, muss ich sagen, mit dem Favorisiert. Das heißt also, man lenkt den Spieler sozusagen in eine gewisse Richtung, diesen Turm auf jeden Fall zu bauen. Was auf jeden Fall cool ist. Damit halt nicht alle Türme mal vernachlässigt werden. Restricted ist auch ganz cool, dass die Leute halt nicht immer die gleichen benutzen. Finde ich auch extrem gut. Könnte man bei Belohnungstower von 5 auch ruhig auch so machen. Aber vielleicht wollen sich die Leute ja frei entfalten. Kann ja auch sein. Dass sie dann gemeckert haben. Ey, doofer Entwickler. Ich will das jetzt so machen und so. Und du lässt mich nicht, du Arsch. Aber gut. Wer weiß. Ist egal, wir haben dennoch das Level gleich fertig. 412, Alter, wie viel Geld wir kriegen hier. Krass, wie viele Ballons da auch drin sind jedes Mal. Das ist schon cool. Muss Store-Items permanent return of force at when purchased? Ja, klar, also dieses Store-Item ist halt für echt Geld, denke ich mal. Und die schalten dann halt die Werbung ab. Und es gibt 40, 295 und 2 von den Blumensteinen. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, da würde ich sagen, Leute. Kommt gerade Werbung? Ne, doch nicht. sehen wir uns im nächsten Part wieder von Bloons Monkey City. Special Offer. Müssen wir auch gleich mal gucken. Alles war ja das eine gewesen, was wir schon gesehen hatten. Was ist das hier? Sorry, Darts can't reach that far. Was ist hier? Auch interessant. Ein verschollener Affe. Und dieser andere verschollene Affe. Eisballons. Eisenballons und Zebraballons. Krasser Scheiß. Aber gut. Wir machen dann hier weiter. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, Leute. Bye, bye.